Kunstköder unterliegen am Meer einem besonders hohen Verschleiß. Kraftvolle Kiefer, scharfe und spitze Zähne und natürlich auch raue Felsen setzen dem Material erheblich zu. Dieser Holzköder hier, ein Needlestick, wurde schon mehrfach notdürftig ausgebessert. Nun ist es aber an der Zeit für eine Generalüberholung. Zunächst einmal die Hardware in Form von Drillingen und Sprengringen demontieren. Da steckt wohl noch ein Barracuda-Zahn drin. Bei der genauen Beschau zeigen sich tiefe Materialschäden. Ein Plastikköder wäre in diesem Zustand sicher unbrauchbar. Ein Holzköder kann je nach Schäden recycelt werden. Zunächst einmal muss der Köder von Fischleim und sonstigen Verunreinigungen mit Nitroverdünnungen befreit werden. Anschließend entfette ich ihn nochmals mit Silikonentferner. Der Köder muss vor und nach dieser Behandlung absolut durchgetrocknet werden. Anschließend schleife ich mit verschiedenen Bearbeitungswerkzeugen den Köder per Hand und auch per Maschine an. Eine Bearbeitung der gesamten Lackschicht ist ausreichend. Es ist nicht notwendig, bis aufs blanke Holz zu schleifen. Am Anfang verwende ich grobe Körnungen, bei jedem weiteren Arbeitsschritt feinere. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Nach der groben Maschinenarbeit erfolgt die sanfte Bearbeitung per Hand. Auch die schwer zugänglichen Stellen dürfen nicht vergessen werden. Ansonsten haftet dort die Farbe oder das Epoxid wesentlich schlechter. Oder gar nicht. Und wieder Reinigung und Fettung mittels Silikonentferner. Auch dies ist entscheidend für die Haftung. Anschließend fühlen und schauen, ob man den Köderrohling so zum Neuaufbau verwenden kann. Nitrilhandschuhe schützen nicht nur die Haut vor Chemikalien, sondern auch den Köder vor Fingerschweiß. Mit Sekundenkleber kann man rohe, offene Holzstellen härten und bedingt wasserfest machen. Ich verwende Sekundenkleber auch zur Zwischenreparatur, zum Beispiel wenn ein Zahn durch das Holz gedrungen ist. Nun beschichte ich den Köder mit einem Epoxid, das etwas langsamer abbindet, damit das Material Zeit hat, in den Untergrund einzuziehen und sich mit ihm zu verbinden. Wichtig ist die korrekte Mischung der beiden Epoxidkomponenten. Nicht immer sind dabei die Herstellerangaben ideal. Dabei beachten, dass Epoxidflüssigkeiten etwas schwerer als Wasser sind, also nicht Gramm und Milliliter gleichgesetzt werden können. Durch meine Erfahrung gebe ich bei diesem Produkt zum Beispiel etwas mehr Härte hinzu. Die Komponenten sollten zunächst langsam und dann schneller verrührt werden. Dabei darauf achten, dass sich keine Blasen bilden. Beim Verrühren und Auftragen des Epoxids spielt die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle. Je trockener, desto besser. Hier in meiner Outdoor-Werkstatt auf Gran Canaria habe ich meist die idealen Bedingungen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt wenig über 50%. Das Arbeiten in einem feuchten Keller, in einer Waschküche oder draußen bei Regen oder Nebel kann das Aushärten des Epoxids erheblich beeinträchtigen. Unter solchen widrigen Bedingungen könnte auch Feuchtigkeit in das Holz einziehen, es aufquellen lassen und die Arbeit im Ganzen zunichte machen. Ebenso spielt die Temperatur eine wichtige Rolle beim Aushärten des Epoxids. Es gibt zwar auch Epoxidmischungen, die für niedrigere Temperaturen geeignet sind, ich würde jedoch Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad zur Verarbeitung und zum Auftragen empfehlen. An der Blase sieht man, dass das Epoxid das Material noch nicht vollständig durchdrungen hat. Hier ist also eine zweite Schicht nötig. Doch zuvor wird der Köder zur besseren Haftung mit 600er Papier nochmal fein angeschliffen. Unter den hiesigen Bedingungen trockne ich die Köder meistens hängend, indem ich sie mehrfach wende. Nach der zweiten Schicht sieht der Köder viel homogener aus und fühlt sich auch so an. Und wieder schleifen, um den idealen Untergrund für die anschließende Airbrush-Farbe zu schaffen.
Entstauben und Entfetten nicht vergessen und los geht's. Erstmal lege ich mit Airbrush Steckweiß eine Grundierung an. Dies erhöht die Leuchtkraft aller folgenden Farben. Die eigentliche Grundfarbe des Needlesticks ist ein UV-aktives Gelb. Teile des Köders sprühe ich mit sogenannter Phosphorfarbe an. Darauf stehen in der Dunkelheit besonders Barracuda, Hornhechte und auch Kalmare. Glitterfarben eignen sich für Akzente oder auch ganze Schuppenmuster. UV-aktives Orange bildet bei meinem Needlestick Modell Fire den Kontrast zur Grundfarbe Gelb. Mit einem Moskitonetz lässt sich ein Schuppenmuster andeuten. Mit einer Papierschablone lege ich das typische Flammendesign an. Mit einer sogenannten Flop-Farbe, die in diesem Fall die Farbe von Blau nach leicht Gelb wechselt, lege ich einen fischigen Schimmer an. Auch wenn Airbrush-Farbe nach wenigen Minuten trocken erscheint, warte ich mehrere Stunden, bis sie vollständig ausgehärtet ist und trage dann die erste Epoxidschicht auf. Diese erste Deckschicht veredle ich mit UV- und Phosphorpulver. Für einen weiteren optischen Reiz streue ich Goldglitter auf das noch feuchte Epoxid. Das erhöht auch die Bissfestigkeit dieser Schicht. Noch ein paar schöne Augen, damit der Köder lebendiger wirkt. Darüber lege ich noch eine zweite Epoxidschicht, die vor der finalen Schicht noch geschliffen werden muss. Beim letzten Schliff muss sehr vorsichtig gearbeitet werden, damit man nicht durch das Epoxid in den Airbrush schleift. Schön mattiert und geglättet, dann geht's ins Endspiel. Bei der letzten Schicht setze ich mehr Härter zu, damit die Oberfläche kratzfester wird. Zum Schluss noch frische Drillinge montieren. Dabei achte ich immer auf sogenannte Inline-Drillinge. Bei solchen Haken fluchtet eine Spitze exakt mit der Öse. Der Drilling ist also symmetrisch und liegt direkt am Bauch an und nicht verdreht. Den Schwanzdrilling montiere ich zur besseren Balancierung mit zwei Spitzen nach unten. Und schon geht es wieder an die Front. Manche Köder habe ich schon bis zu zweimal überarbeitet, bevor sie mir das Meer endgültig nahmen.